Weiter geht es mit einer mächtigen Folge God of War, unterstützt von Boostbox in Zusammenarbeit mit Nvidia. RTX und DLSS ist natürlich an. Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren und ganz viel. Ihr wisst schon was. Uiuiuiui, schaffen wir das? I don't know. Dankeschön. Okay, hier ist Heilung. Hier sind Bomben. Wir müssen hier hoch. Ja gut, schauen wir einfach mal rein. Entweder ich werde so hart zerlegt. Alright. Okay, okay, das zündet böse. Oi, der ist schon wieder geheilt. Aber den kriege ich. Bam. Level 6 Gegner ist halt schon echt fies. Junge. Alright. Ihr zwingt mich. Oh, Level 7 Gegner. So. Uff. War's das? Ja. Weltenstaub. Legendär. Was ist los? Ist hier kalt? Knirps. Oh, nice. Voll geheilt. Ja, die haben wir ganz gut zerlegt. Die haben wir wirklich ganz gut zerlegt. Okay, let's go. Der Weg ist weit nach oben, Sohn. Sehr, sehr weit. Jetzt auf einmal bekomme ich so viel Heilung, ne? Jetzt kriege ich es hinten und vorne reingedrückt. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Ich bin angepisst auf dich. Oh, der Schnee. Da kommen Erinnerungen hoch, ne? Da war ich damals so begeistert auf der PlayStation 4 noch. Wie wunderschön der Schnee doch war. Ne, hier gibt's gar nichts, ne? Hier sind wir zum ersten Mal, glaube ich, gekommen. Gut, ich wollte nur mal reingucken. Vielleicht liegt hier irgendwas rum. Oh, ich bin so auf Teil 2 gespannt. Ragnarok. Ragnarök. Alright, Junge. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Long time ago waren wir schon mal hier. Junge, die Rune. Okay. Ritz da lang. Was? Nein, 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 hau doch zu. Oh. Einmal. Zweimal. Nummer drei. Jötunheim. Geschafft.
Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Sei still! Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue! Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge! Ja, yeah, unbedingt, Kleiner! Lauf weg! Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun! Lass los! Ruhig, Junge! Du bist noch nicht so weit! Ich bin bereit! Junge! Roma! Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Ultra geil, ne? Das haben sie schon geil inszeniert. Hätte ich mir mehr gewünscht. Ein Dreier, ja gut, weißt God of War 3. Nicht, wann es genug ist? Bleib weg von meinem Sohn! Au. Jetzt haben wir mal gut hier, du Hobbyathlet. Ihr haltet mich nicht auf. Na, Baldur. Ich mach dich fertig. Warum sterbt ihr nicht? Treff ich ihn nicht? Muss ich ihn jetzt nicht mal... Jetzt. Ja, dieselbe Frage kann ich dir stellen. Warum zum Geier stirbst du nicht? Arme Drache. Aber die Inszenierung, die war halt auch schon bei God of War extrem krass beim dritten Teil. Es war ja wirklich ein Schlachtfest Deluxe. Ich liebe den dritten Teil. Es ist meiner Meinung nach immer noch der beste. Aktiviert. Hey, ich habe dich etwas gefragt.
zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Baldur! Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt, ich meine es ernst. Was hast du getan? Junge! Beweg dich nicht! Junge? Okay. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Damals war er noch ganz süß. Oh, ist das kalt. Das ist Hel? Nicht nur Hel. Der schlimmste Teil von Hel überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier schon komisch der Lauf der Dinge. Ja, früher war der noch ganz niedlich, der Schauspieler. Aber jetzt, wo er älter ist... Junge. Das... war nicht ich? Jetzt, wo er älter ist, sieht er halt echt, naja. Naja. Von seinem jugendlichen Charme, den er früher so hatte, als Kinderdarsteller, ist halt nichts mehr übrig, finde ich. Ich mochte ihn ganz gerne in diesem Skater-Film von Jonah Hill. Mid-90s, glaube ich, hieß er. Ja, Mid-90s. Toller Film. Hat einen geilen Vibe, besonders weil ich halt auch so ein Skater-Kid war. Und auch heute immer noch sehr viele Skatermarken trage. Besonders was Shirts angeht. Ich bin immer noch einer, der bei Titus seine meisten Sachen holt. Also Shirts hole ich immer bei Titus. Die haben einfach die beste Auswahl, wenn man Skater-Shirts und halt den Style mag. Und ja. Mid-90s, cooler Film. Guckt ihn euch an. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Klar warst du das, Junge. Ich bin Zeuge deiner Tat. Ich hab's ja gesehen. Na. Kopf, was war das?
Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Es war nicht ich. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrockt. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Okay, wir haben eine Hälfte. Fehlt noch die andere. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Komm ich da irgendwie rüber? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ist halt wieder die Frage, ja. Wie bringe ich es schnell rüber? Da unten ist auch jede Menge Shit. Warte mal. Ist da auch noch irgendeine Wand, wo ich runter kann? Ja. Oder bin ich von da gekommen? Ne, von da bin ich gekommen. Boah, die Stelle habe ich gehasst, weil sie so verwirrend war. Alright, hier nochmal hin. Ach so, ich weiß, wie es geht. Ich baue nur eins. Ich glaube, ich kann mit meiner Axt das irgendwie festhalten, ne? Ja, okay. Mein Fehler. Ja, die Ecke war nochmal richtig puzzelig, so. Ich weiß gar nicht mehr, wie kommt... Ach, es gibt so viele Geheimnisse hier in dem Spiel. Du kannst hier schon, wie gesagt, wenn du Bock hast, kannst du hier viel Zeit reinstecken. So wird's gemacht, ja. Let's go! Au. Oh, ich dachte, er würde hier nochmal... Ah, Mann. Der war schon so gut wie tot. Die Gier. Hält er doch auf einmal noch super viel aus. Dankeschön für die Chaosflamme, mein Freund. Ich sag ja, hier gibt es so viele Geheimnisse. Ah. Ah ja. Okay, schieben wir mal so rum. So. Jetzt so. Dankeschön. Da haben wir schon mal das Ding hier. Ufruppe. Den ollen Kasten.
Alter, wie die gar keine Chance haben, ne? Die werden hart beerdigt. Ich glaube, ich sehe Baldur davon. Nein, ich hätte das er darf uns nicht sehen. Hör zu! Du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte. 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 Befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir. Irgendwann dankst du mir. Du wirst mir komm schon. Ja, schon übel. Nie wieder fühlen. Essen, trinken, nichts schmecken. Oh Gott, nee. Da hätte ich lieber Krankheit und alles auch noch. Sohn, wir finden eine Lösung. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß nicht. Tu es! Komm schon! Sie könnte ihn rein theoretisch erlösen. Mit dem Tod. Sie weiß ja, was ihn tötet. Ja, das muss die Hölle sein. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. So, Kabams. Ich glaube, die Kiste können wir noch mitnehmen, ne? Da war eine Kiste. Und wieder rein in den Schlitz. Und ab wieder rein in die Sauerei. Hello, friendos. Alter, was hält der aus? Gott! Der war ja stabil. Ups. Hey, oh Gott, Gott, Gott. Sehr gut, Junge. Solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Beeilen wir uns. Mein Papa.
Das war mein Dad. Zeus, wie die Amis dazu sagen. Zeus. Aber Zeus. Was ist denn von hier runter, ne? Dann geht's hier nochmal hoch. Moment, wo komme ich da hin? Ist da nochmal ein optionales Eckchen? Jetzt bin ich hier wieder hier. Okay. Okay, nee. Das war unnötig. Boah, ich wäre auch gern so stark wie Kratos. Das muss einfach nur geil sein. Und hier geht's dann weiter. Ja gut, dann müssen wir das hier hin. Mal wieder Runen suchen. Achso, ich hab die Axt gar nicht. Ach, und so kommt man an die Kiste. Okay. Da oben geht's hoch. Hier geht's durch. Ach, immer diese Runen, ne? Weiß der Geier, wo die sind. Ach, eine ist hier. Schwupps. Schwupps. Kabams. Eine ist hier. Tja, wo ist die letzte? Warte, warte, warte. Ich habe gesehen, hier kann man... Kann man da irgendwie hoch? Ich liebe es, die Runen zu suchen. Ach, eine ist hier drin. Kannst das Ding leider nicht seitlich schieben. Nein, 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 warte mal. So. Gut. Bei Odin, was haben wir denn hier? Na, hier schon wieder. So, da sind sie weg. Und wir gehen weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sie tüchtig ist. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Klar, Mann, ich bin Grieche. Wir sind Seefahrer. Lass mich helfen. Was kann ich tun? Du hast schon genug getan. Die Segel sind intakt. Okay, let's go.
Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja, das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Wow, 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 läuft, läuft, läuft. Vorsichtig. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Wo stecken wir dann? Kann ich da vorne irgendwas kaputt hacken? Ich will ja nicht ungeduldig sein. Dein Vater denkt nach. Ah. Erschlagen? Mach deinem Vater Platz. Dann sind jetzt die Segel lose. Sieh her. So, jetzt hängen die Segel hier rum. Was hast du vor, Kratos? Du hast die Segel losgeschmissen. Und was jetzt? Du holst die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Alles klar, der Mann ist kreativ. Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Oh, ai. Und wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelsplatte. Na, Kratos war schon immer kreativ, was seine Lösung angeht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Wir stecken also fest. Unser Boot hängt an der Brücke fest. Kann ich wirklich nicht helfen? Ich sagte, bleib auf dem Boot. Ich bleibe auf dem Boot. Okay, hier ist ein kleines Leckerli. Ah. Ich sag ja, hier muss man immer gucken, wo geht's lang? Was geht ab? Moment, aber das ist mein Weg nach unten. Oder nicht? Okay, warte mal. Nochmal hoch. Ah, es muss oben bleiben. Ich verstehe. Deswegen kannst du auch festfrieren. So, dann hier hin. Kratos, du teuflischer Fuchs, du. You know what to do.
Dankeschön. Ein leichter Runenangriff. Oh, das ist das hier unten. Oben das Boot hängt an der Brücke hier fest. Da sind Stacheln. Ha. Kann ich irgendwas reinschieben? Ah, hier ist noch was. Aber das war einfach nur optional alles. Es hat geklappt. Wir sind frei. Warte dort auf mich. Oh no. Eine alte Hexe. Dämliches altes Weib. Gut so, Junge. Alles weiter drauf. So ist gut. Wir müssen reden. Dir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen. Du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der... Oh. Er hört auf zu reden. Ich hasse Atreus. Sowas. Darf ich helfen? Gemeinsam. Also wenn Kratos eine Sache gelernt hat, dass es immer einen Weg gibt. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Ach, als ob. Komm schon. Er hat ihm gerade Vater gesagt. Eisberg! Backbord! Festhalten! Ich brauche mehr Leichen. Adios. Bin dran. Ist tot. Alter, wir wischen mit denen den Boden auf. Wir stinken das Feuer! Wer stickt das Feuer? Du kleiner Frecher! Finger weg von meinem Feuer! Du kleiner Spitzbube! Wow, 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 wenn es geändert. Etwas hält uns fest! Backbord! Eine Harpune! Ich befreie uns! Oh Gott, ganz viele von diesen ekelhaften Drecksdudes! Kann ich nicht, dass alle töten, ha? Ah, wo ist denn da noch einer? Junge?
Kopf. Wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Es ist eiskalt. Wo denn? Sie löschen das Feuer! Steuerbord! Jetzt bring ich zu fahren! Hier hauen sie aber so schnell weg! Dran. Links von dir! Da bleibst du auch! Also der Kleine macht mittlerweile aber auch echt gut Damage, ne? Bams! Das Feuer ist aus! Backboard! Komm schon, komm schon, komm schon. Feuer brennt. Finger weg von meinem Feuerchen. Wow, Alter, was eine Reise. Vorsicht, hinter dir! Hinter dir, Bruder! Gehen wir aber nicht auf, ne? Ey, 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 Finger weg von meinem Feuer! Alter, man nimmt es doch mal ein Ende. Oh Mann! Da ist nicht mehr wirklich viel Schiff, ha? Down, die Alte. Ja, 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 ich bin ja dran. Hexennerven Hardcore. Eieieiei. Stehen wir noch fest, oder? Bewegen wir uns? Ah, da. Wir sind frei. Was eine Reise, ey. Boah, der Vogel, ne? Wie geil das aussieht. Wie kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Magie? Oder wie klingt? Egal, wo Kratos hinkommt, es gibt nur Tod und Elend.
Bin mal gespannt, ob der Ragnarök dann auch grafisch nochmal eine Schippe draufsetzt. Weil das, ich habe halt wie gesagt sehr wenig gesehen, aber das, was ich gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, war jetzt optisch nicht mehr so viel krasser. Was ich jetzt nicht schlimm finde oder so. Weil das Spiel sieht so oder so top aus. Ja, ja. Hat das gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass sie am Ende einfach nur die alles entgegenschleudern. Boah, kommt da viel. Jetzt ist es kaputt. Wir hängen wieder fest. Bruder, der Bug des Boots wurde harponiert. Ich seh's, Alter. Bam! Schön saftig. Ein paar geile Kills gibt's ja noch. Aber nix im Vergleich zu zum Beispiel die Elefantennummer. Walter, geh nicht auf den Hut. Er geht abbrechen. Aber wir müssen die Harpune lösen. Nein, ich hau hier noch ganz kurz zu Brei, nehme den Loot. Dankeschön. Oh, ich kann hier nicht hoch, alle müssen erst tot sein. Komm schon! Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Und wir leben noch. Diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben.
Wir leben noch, alles gut. Verbands. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Kein Geschmack, diese Götter, ha? Huh? Sieh doch mal! Die fehlende Tafel über Tyr! Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher... Das erkenne ich zu gut. Oh. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenhelm. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung... Und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Okay, das würde ja bedeuten, dass es noch zwei weitere Kapitel gibt in God of War. Mit weiß Gott wie vielen Spielen halt, ne? Junge. Was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? So, jetzt gehen wir erstmal hier ran. Ja, und wie es dann also weitergeht. Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er? Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldr und Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Kopf. Sag mir, was Baldrs Schwäche ist. Baldr ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du
Du sagtest, du kennst Baldirs Schwäche. Wirklich? Aber Baldir ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. So, Freunde, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, bewerten, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!